Herzlich willkommen zum bereits 30. Ingolstädter Smalltalk. Und neben mir habe ich die Ann-Kathrin, das Christkind in diesem Jahr. Hallöle. Hallo. Jingle Bells. Und wir haben natürlich DJ Gandhi am Start, der ja schon zur Deko gehört. Zu unserer neuen Deko übrigens, schön weihnachtlich, extra für dich und für die Weihnachtszeit. Ja, kurz mal, was diese Woche ist. Diese Woche haben wir die Ü30 im Ara Hotel auf vier Areas mit DJ Freudensturm, Chunhead, Brezi, Murat, Karaoke mit Lucky und meine Eins, also im Ara Hotel an diesem Samstag, kommt vorbei, das wird wieder eine richtige Gaudi. Und so starten wir jetzt auch in die weihnachtliche Zeit mit unserer Ann-Kathrin. Ja, du bist seit zwei Wochen gut das Christkind in Ingolstadt. Wie kam es dazu? Ach, das war eigentlich schon irgendwie so ein bisschen so ein Kindheitstraum von mir, dass ich halt mein Christkind werden wollte. Und dann habe ich die Anzeige gesehen im Donaukurier und dann haben wir gedacht, hey, das, jetzt hast du Zeit, jetzt probierst du es. Und jetzt, ja, dann haben wir einfach angemeldet und bin genommen worden. Also du selber, nicht deine Freundin, nein, nicht deine Mama, sondern selber aktiv geworden. Genau. Und warst eine von 10 Kandidatinnen. Ja. Kennst du den Grund, wieso sie gerade dich ausgewählt haben? Weil es die netteste und die hübscheste war. Ha? Haben wir recht? Ich weiß nicht, keine Ahnung, ich war selber überrascht, dass ich geworden bin, weil ich mir gedacht habe, ich bin halt einfach reingegangen und habe mir gedacht, du hast ja nichts zum Verlieren. Ja, das stimmt. Ja, und die waren dann halt alle total nett. Und ja, ich habe mich halt auch gleich wohl gefühlt und wir haben ganz normal miteinander geredet und ja, es war ganz toll, dass ich jetzt geworden bin. Super, gratuliere, aber wenn das ein Wunsch von jemand ist wie der Ann-Kathrin, ihr liebster Wunsch, seit sie ein Kind ist, dann muss das auch werden, oder? Weil keiner hat sich so sehr gewünscht wie sie. Also war das schon so, du bist damals auf die Welt gekommen, hast gesagt, na Misswahl, na am Miss Ingolstadt mag ich nicht werden, eine Weinkönigin auch nicht, Hopfenkönigin, Bier, nein, mit einem Jahr, nee. Aber Christkind wäre super. Na, das war, ja, versteht's das wieder nicht. Erzähl's mir. Ja, wir waren halt früher einmal im Christkindlmarkt mit Mama, Papa, Oma, Opa, wie auch immer. Und da war halt das Christkindl dann einmal da und dann haben wir gedacht, und du glaubst ja da als Kind an dieses Christkind. Ja, klar. Ne? Ich glaube heute noch. Bist du darauf bestätigt worden, danke. Bist du ja da natürlich darauf bestätigt worden, von wegen des Christkindl gibt es wirklich. Und es gibt es ja auch wirklich, weil gestern war ich im Christkindlmarkt und ich habe das Christkind gesehen. Leibhaftig. Echt? Ann-Kathrin. Ja, also. Winterfreuden. Im Winter gibt es viele Sachen, die wir gern zusammen machen. Schlittenfahrten, Schneeballschlacht. Wie schön ist doch ein Kind, das lacht. Wir könnten einen Schneemann bauen und in die weißen Wipfel schauen. Und auch ein heißer Punsch für Kinder ist wirklich ein Genuss im Winter. Ja, das war gestern das Video. Gestern war das Wetter ein bisschen verhalten, gell? Ja. Bist du jeden Tag beim Christkindlmarkt? Ich bin jeden Tag beim Christkindlmarkt um 17 Uhr beim Türchen öffnen. Und montags bin ich immer nur bei der Eisarena. Okay, was passiert da? Süßigkeiten verteilen, Fotos machen, genau. Um wie viel Uhr? Das kommt immer drauf an. Also eigentlich von 14 bis 17 Uhr, aber wenn ich nur irgendeinen anderen Termin habe, dann entweder davor oder danach. Wow, das sind ja ganz schön viele Termine, die du eigentlich hast. Wie schaffst du die beruflich zu vereinbaren? Ich fange halt um 6 in der Arbeit an. Oh, okay. Genau, bis 2:15 oder bis Mittag, je nachdem. Und danach bin ich dann Christkind. Gandhi, die Gelegenheit, dem Christkind eine Frage zu stellen. Oh ja. Also, liebes Christkind, meine Frage, die ich mir vorher sehr, sehr genau überlegt habe, ja, also ich habe mich da wochenlang jetzt vorbereitet, was ist jetzt Christkind, weil jeder fragt ja immer dasselbe. Ja, wo kommst du denn her? Warum magst du sowas? Ja, hast du keine Freunde? Oder was magst du sonst so? Ja, aber ich habe nur eine einzige Frage, ja? Und zwar, liebes Christkind, was bringst du heuer dem DJ Gandhi zu Weihnachten? Ich hätte einen Wunsch. Echt, oder? Du brauchst nichts bringen, du brauchst was selber kommen. Das ganze Geschenk schon auf einmal dabei. Nein, Schmarrn. Also ich bin da sehr genügsam mittlerweile. Daniel, früher als Kind habe ich 18 Wünsche meistens gehabt. Ja. Und, aber ich bin froh, wenn wir alle gesund sind, wenn alles schön ist. Und man feiert die Tradition noch so wie bei uns mit Nikolaus und mit dem so einem lieben Christkind. Und dann gibt es doch nichts Schöneres. Und die Kinder, ist sowieso ein Fest für die Kinder. Die freuen sich alle. Die kriegen ein paar Geschenke. Nicht übertreiben, liebe Eltern, mit den Geschenken. Nicht übertreiben. Das Fui ist nicht gut. Gell? Ein bisschen was, darf mal ein bisschen mehr sein, aber alles im Rahmen, oder? Was sagst du? Das darf mich jetzt interessieren, was das Christkind dazu sagt. Also ich bin der Meinung, weniger ist meistens mehr. Genau.
Ja, und wenn man dann die Kinder so viel Geschenke schenkt, dann freuen sie sich doch dann eigentlich gar nicht mehr drüber. Und lieber schenkt man ein paar kleine und macht dann da damit eine Freude, als dass, keine Ahnung, 100 Geschenke kriegen und im Endeffekt mit einem spulen. Weil die sind praktisch unterm Ausbaggeln ja schon. Genau. Mit den Augen beim nächsten Geschenk. Ja. Ja, du kennst das, gell? Ich kenn das. Ja. Du verteilst ja auch kleine Goodies, kleine Geschenke an die Kinder. Was war denn da die netteste Antwort von dem Kind? Gute Frage. Eigentlich sind es alle total nett. Also die meisten schauen dich dann immer erst mit großen Augen an und so, oh Gott, sie ist das Christkind, okay, oh, was sage ich jetzt, Mama, hilf mir. Und dann kommen immer die Mamas und sagen sie immer, hast du auch Danke gesagt? Und dann sagen die meisten immer ganz leise, danke, liebes Christkind. Also es ist ein tolles Erlebnis für die Kleinen. Ja. War auch mal ein Kind dabei, das irgendwie, ich mag kein Schoki oder irgendwie so gesagt hat? Auch die gibt's. Auch die gibt es? Auch die gibt's. Aber das schneiden wir bitte auch raus. Das schneiden wir raus, gell? Rausgeschnitten. Habt ihr gesehen, das ist voll rausgeschnitten worden. Ja, und ist ja vorgekommen, ich meine, beim Nikolaus weiß ich das aus eigener Erfahrung, dass das ein oder andere Kind ein bisschen Angst hat oder auch manchmal weint, ist beim Christkind auch so. Ehrlich? Erst heut war es schon wieder so weit, dass dann so ein kleines Mädel geweint hat und dann sich halt bei der Mama versteckt hat und dann bin ich jetzt wieder hingegangen und dann habe ich gesagt, so hast du jetzt so Angst vor mir? Und dann hast du mir angeschaut. Mama! Und dann habe ich gesagt, hast du Angst vor mir? Ja, und dann habe ich gesagt, warum? Habe ich gesagt, die bringen doch an Weihnachten die Geschenke. Wieso hast du jetzt so Angst vor dem Christkind? Und dann habe ich halt was Süßes geschenkt und dann ist halt, dann hat es 10 Minuten gedauert oder so und ist ganz tapfer gekommen und hat gesagt, können wir ein Foto machen? Oh, ist das nicht schön? Also vor dem Christkind Angst haben, das kenne ich jetzt auch nicht wirklich. Oh. Vor dem Nikolaus, ja. Also meine Tochter 3 Jahre lang kein Nikolaus. Ein Trauma gehabt, weil er dann so ein viele Nikolaus-Kostüme im Schrank hat. Kinder, ein alter Mann mit Bart. Seid vorsichtig, nehmt euch in Acht. Noch zum Kleid, das ist von der Beate Bonk extra für dich angefertigt. Und ja, was ist an dem Kleid besonders? Es ist ja heuer ganz neu gemacht worden, weil sie gemeint hat, dass das alte schon, ja, hat man sich dran satt gesehen. Und das Besondere ist jetzt an dem eigentlich, dass das ja alles Pelz ist, also Pelzimitat oder sowas halt, Kunstpelz. Es ist halt mega warm. Ja. Und das hat sie halt auch gesagt, sie möchte, dass das warm ist und so, dass ich nicht friere. Und habe mir dann auch noch gleich empfohlen, dass ich Moonboots anziehe. Und die schauen halt immer echt, wenn ich da rausgehe, bist du warm angezogen? Ja. Also kümmert sich auch in City natürlich. Gut um dich. Ja. Weil, liebe Kinder, man muss ja auch eins wissen, gell? Das Christkind ist ja nicht nur in Ingolstadt auf dem Christkindlmarkt bei 15 Grad plus. Die muss ja auch in Sibirien zum Beispiel zu den Kindern. Und da ist ja wirklich bitter, bitter kalt. Und da muss das Christkind warm einpackelt sein. Genau. Das ist einfach ein schöner warmer Eisbärenpelz. Den hat es vom Onkel Eisbär mal geschenkt gekriegt. Weil der Opa, der hat den selber mal gestrickt. Ja, und dann hat sie den, und da ist so schön warm. Gut, momentan ist es nicht so kalt bei uns, aber es wird auch wieder kalt. Heuer prophezeien sie einen wunderschönen Winter mit weißen Weihnachten. Die Chancen stehen so gut wie nie, habe ich im Fernsehen gesehen gestern. Kein Witz. Ja, sogar eine Kerze bei uns schneit es. Aber bei uns hat es ja schon geschneit. Da schaut es einmal so rein weiß. Ja? Die Unschuld selber. Unser Christkind ist das bravste und netteste Lebewesen, Geschöpf, das es auf Erden und im Himmel gibt, darf ich jetzt einmal sagen, oder? Ich sehe kein obenes Fragezeichen, um was redet der? Aber ja, das ist eine andere, voll, was wieder. Das ist eine andere Geschichte. Kurz eine Frage, gibt es eigentlich so ein Christkindl-Treffen? Nein, gibt es glaube ich nicht. Also zumindest bin ich zu keinem eingeladen worden. Es gibt ja kein, es gibt nur mich. Eben, das macht doch keinen Sinn. Es gibt nur ein Christkind und das haben wir heute hier. Und ja, hat uns sehr gefreut. Nächste Woche kommst du noch einmal zu uns. Echt? Ja, nächste Woche. Und jetzt so ganz kurz, was war letzte Woche eigentlich? Wir hatten eine Ü30 in Neuburg. Kürzt mal hier ein Video. Haben wir auch wieder Ende des Jahres, am 28.12. Ü30 in Neuburg. Hast du noch was in diesem Jahr? Ja, ich habe jetzt am Samstag eine Hochzeit. Ich habe Weihnachtsfeiern. Und ich habe offiziell jetzt eine offizielle Party am 25. Christkindl, das ist was für die. Am ersten Weihnachtsfeiertag, wenn die Geschenke alle verteilt sind, kommt das Christkindl auch zu uns ins Mo.
da ist wieder die Schlagerparty am ersten Weihnachtsfeiertag. Das ist ein toller Termin. Da kommen alle mit ihren neuen Outfits und Schals und wie auch immer. Nein, merkt euch, das ist der erste Weihnachtsfeiertag im Mo in der Hütte. Das wird ganz gemütlich. Da feiern wir nochmal richtig schön die Weihnachtsschlagerparty. Ich sehe gerade bei ihr so ein Fragezeichen. Schlagerparty? Bist du Single? Nein. Gut, ich hätte Single-Party am 25. gehabt, auch hier. Keine Chance, okay. Ist schon weg. Das war unser Smalltalk mit dem Christkind an Kathrin. Und ich bedanke mich recht herzlich bei dir. Wir sehen uns nächste Woche wieder an Kathrin und auch Mr. Rindelbacher. Ralle, gern. Danke für die. Stopp, ganz kurz nochmal zum Schluss, dass wir alle wieder schauen sollen. Bitte, ein Wunsch von mir, liebes Christkind. Sag bitte durch. Liebe Grüße an Johannes. Liebe Grüße an den Johannes. Johannes, Christkind. Ich nehm's mit hoch. Mit den. Ja, wo warst du denn überall, unser Christkind? Nochmal. Gerne. Mir fällt das Wort gerade mal Märchenbuden.